Hallo und recht herzlich willkommen zu meinem heutigen Livestream. Mein Name ist Stefan und willkommen auf meinem Kanal. Und wer jetzt diesen Livestream sieht oder diese Folge, ja, es ist die 100. Folge, die ich jetzt für World of Tanks aufnehme. Ich glaube, 5. oder 6. Livestream, ich weiß es gar nicht. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Panzer auf Stufe 4 und ein paar auf Stufe 3. Und es ist auch dieses Niveau, was ich momentan, sagen wir so, eher festigen möchte, bis ich ein paar Crewmitglieder quasi auch über 100% habe. Hier in der Warteschleife ist auch schon der Bartmensch. Ihr kennt ihn vielleicht aus den vorherigen Folgen, wo er mir ein bisschen geholfen hat, ein bisschen untertrieben, aber wo er einfach mir ja, zur Seite steht, mir Tipps gibt als erfahrener Spieler, auch über 50% Siegquote. Da würde ich erstmal sagen, hallo Bartmensch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deinen Vornamen hier groß sagen darf. Ich glaube, das hat man eh schon gesagt, glaube ich. Oder? Ja, ich bin Andreas. Genau, hallo Andreas. Also, willkommen wieder. Und er möchte mir heute auch wieder helfen. Wer hier in der Folge jetzt reinkommt, weil im Chat sehe ich noch niemanden drin, deswegen kann ich es jetzt schon sagen für die Folge. Eine Idee von mir, ich weiß nicht, was du davon hältst, Andreas. Und zwar, falls ihr da draußen geile Gefechte habt, aber ihr keinen YouTube-Kanal habt oder wie auch immer und ihr hättet Lust, diese mal zu teilen, dann gebt mir doch einfach Bescheid über meinen Discord oder schreibt mir einen Kommentar von einem meiner Videos und dann werden wir zusammenkommen und ich würde die Replays von euch dann irgendwie downloaden oder rübernehmen. Das kann man dann irgendwie schwätzen und dann kann ich die mal analysieren, entweder alleine oder wenn ich Glück habe, auch mal mit dem Andreas zusammen, dass wir einfach mal so ein paar Schlachten angucken und analysieren, was da gut lief oder was vielleicht nicht so gut lief. Am besten würde ich mich freuen, falls einer von euch zufällig mich als Gegner oder so hat oder im Team. Dann natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich da auch ein Replay bekomme und ich da mal zeigen kann, wie wer mich da so rausgenommen hat und wer mich so auf die, ja, auf die Zielscheibe genommen hat, ganz gemein und mich dann rausgenommen aus dem Spiel, weil es waren bestimmt schon einige, die mich da rausgenommen haben, aber ist halt klar. So, lange geredet, auch jetzt hier kurz mal den Werpass so zum 100. Folge mal ein bisschen gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade? Also ich habe 406 bestrittene Gefechte, bin bei einer Quote von 49,75% und wer jetzt reingucken kann, der sieht, ich bin auf, was ist das jetzt hier, auf Gold 2 Status mit 4160, zerstörte Fahrzeuge 204 und ja, ich denke mal, das ist so, ich habe keinen Vergleich. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, so jetzt nach knapp 406 Gefechten, aber ich bin auch froh, dass ich überhaupt jemand immer bei mir habe. Zum Beispiel wieder Bad Luck, der André, der immer gerne mit dabei ist, weil es halt schon mit ein, zwei Leuten dann im Zug zu kämpfen, dann ist die Chance auf einen Sieg vielleicht doch ein Tick höher, wenn man da die richtigen Tipps bekommt. Obwohl dann natürlich die Matches ein bisschen hoch dotierter sind. So, jetzt habe ich so viel ge geredet. Ja, Andreas, du wolltest wissen, wo stehe ich denn gerade? Also, ich habe meinen Looks ein bisschen aufbessern können. Mir fehlt da quasi nur noch die auf Stufe 7 der Funkmast. Funkmast, sage ich schon. Signalreichweite, genau. Und dann fehlt mir eigentlich nur noch 13.500 Sternchen für den Leopard. Also, das heißt, ich bin dann jetzt hier relativ fast fertig. Wie gesagt, aktuell habe ich den 5 Zentimeter L60 drauf. Den habe ich, glaube ich, Ende letzter Folge mit dir zusammen auch draufgenommen. Also das ist die Kanone, die auch auf dem Panzer 38 NA, den ich ja ganz gerne fahre, ausgerüstet werden kann und auf vielen anderen deutschen Panzern. Ja, Die ist ja. eigentlich ganz in Ordnung. Ja, weil den hatte Das ich ist zum auch die. Beispiel drinnen. Ich habe es aber nicht geblickt. Also der war schon erforscht, weil ich den schon, glaube ich, irgendwo davor schon hatte. Ja. Und ich habe nur nicht geblickt, dass ich rechte Maustaste drücken musste und einbauen. Ja. Weil ich immer gewohnt Naja, bin, normalerweise zu forschen, dann einzubauen, zu kaufen. Und beim Kauf werde ich ja gefragt, ob ich ihn da einbauen will, beziehungsweise, und wenn es nicht so der Fall ist, weil er schon erforscht worden ist, dann habe ich es vergessen. Aber egal. Also, das ist,
später merken, wenn du die Reihen durchgrindest von derselben Nation, dass etliche Module, etliche Kanonen, etliche Motoren sich immer wieder gleichen. Das heißt, auch jetzt die Kanone, wenn du die Kanone zum Beispiel, die wirst du im TD-Bereich auch irgendwann als Anfangskanone haben. Das ist ja oft so. Oder das Funkgerät. Das musst du dann meistens nicht nochmal erforschen, sondern das kannst du dann einfach durchklicken. Und je mehr Reihen du gegrindet hast, desto größer wird das. Okay. Also, was ich auch noch sagen wollte, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auf Stufe 3 und 4, hauptsächlich 4 natürlich, 3 vielleicht eher mal zum Abreagieren, aber 4 bleiben, weil ich einfach merke, mir fehlt einfach noch deutlich die Erfahrung im Gameplay. Und wenn ich schon merke, wie von 3 auf 4 das härter wird, da will ich gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich von 4 auf 5 gehe und dann auf einmal auf 7 treffe, da wird mir noch weniger verziehen. Deswegen will ich da bleiben und vielleicht auch gucken, dass ich vielleicht nochmal eine neue Reihe aufmache, um einfach auch nochmal, ja, nochmal dadurch zu grinden, um einfach mal ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Weil du hast mir auch, glaube ich, heute auch geschrieben, der M5A1 Stuart aus der chinesischen Reihe sei auch ein guter Panzer. Und die Franzosen hast du, glaube ich, geschrieben, erst ab Stufe 5. Das heißt, da muss ich auch erstmal hin, bis Stufe 4, bis ich dann auf Stufe 5 dann was Gescheites habe. Das ist halt nochmal das Los von einem Anfänger hier. Und das gleiche auch mit dem Premium-Konto. Ja, würde schon Sinn machen, Premium natürlich, weil man dann schneller grindet. Aber noch macht mir das so richtig Spaß. Kann aber trotzdem sein, dass ich vielleicht nochmal auf 2, 3 Monate mal so ein Premium-Account mir doch hole. Und dann geht es schneller voran. Aber aktuell bin ich so eigentlich glücklich, zufrieden. Es macht Spaß, auch wenn ein paar Niederlagen dazugehören oder ein paar große Fehler. So wie ich dir schon mal gesagt habe, du kannst dein Konto von Twitch mit deinem World of Tanks Konto verbinden und dann kriegst du jeden Monat quasi kostenlosen Loot. Das heißt, du kriegst ein, zwei Tage Premium. Manchmal sind da Besatzungsmitglieder dabei, bestimmtes Equipment, aber immer Muss ich irgendwelche das von Goodies, World of die du Tanks machen gebrauchen oder von kannst. Twitch aus? Du kannst das in World of Tanks verbinden, das geht aber auch über Twitch. Aber ich habe es nämlich nicht gefunden, wo das geht. Warte mal kurz, kann ich dir mal kurz schicken. Also es geht am besten natürlich über die Seite von Twitch. Okay. Also Twitch Gaming. Twitch Gaming. So. Da muss man sich dann anmelden mit seinem Accountdaten von Amazon natürlich. Amazon? Das ist ja Amazon Prime, ne? Ja. So. Und dann muss man natürlich, jetzt muss ich mal selber gucken, wo ist jetzt hier World of Tanks? Ich habe das schon abgeholt. Also ich schicke dir erstmal den Link. Dann kannst du da mal reingucken. Ist er live mit dabei, wie ich das versuche hier hinzubekommen? So, also das ist erstmal der Link zu Prime Gaming. Wo hast du es geschickt? Hier ins Spiel oder? Auf Discord. World of Tanks. Auf World of Tanks, okay. Ah ja, genau. So, okay. Und dann kannst du mal ein bisschen rumscrollen und irgendwo findest du dann World of Tanks. Wahrscheinlich eher weiter unten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist das? Da ist Company of Heroes. Ja, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich sehe Dann das würde ich immer mal nicht hier mehr. suchen, World of Tanks. Es kann sein, dass das Paket momentan ausgelaufen ist. Company of Heroes, ja. Nicht, nee, aktuell steht hier nichts da. Ja, also es kann sein, dass es momentan ausgelaufen ist, dass es erst wiederkommt. Es gibt auf jeden Fall nicht unbedingt jeden Monat, aber alle paar Monate gibt es auf jeden Fall Prime Loot. Und da ist immer ein bisschen was drin, mit dem man etwas anfangen kann. Gerade wenn man ein Free-to-Play-Spieler ist, kann man damit einiges anfangen. Ich weiß nicht, hast du den Code schon eingelöst, den ich dir letztens geschickt hatte?
Wollte ich, aber der war abgelaufen, als ich es Nee, angelöst hatte. es gibt einen neuen. Ah, okay. Hast du Altspandau auch schon probiert? Der Ja, ist ja. bestimmt noch nicht abgelaufen. Der ist abgelaufen, ja. Der ist abgelaufen? Ja. Das ist aber neu, weil der war recht aktuell. Leider ist der abgelaufen. Na gut, okay. Dann lass uns mal eine Runde spielen. Was willst du? Willst du einen Look spielen? Ja, jetzt doch kann man gleich machen zu Beginn den Lux. Genau. So, also du hast jetzt ein Setup drin, mit dem du aktiv spotten willst. Wenn du passiv spotten wolltest, hättest du ja Die Schere. die Schere verbaut, ja. Genau. Jetzt müssen die Einladung zu dir raus sein. Okay, kurzer Serverwechsel. Ach so, bin ich schon wieder auf EU2, genau. Ich stelle immer Auto ein. Also, es kann durchaus sein, dass es bei mir dran liegt. Von mir ist der Server eigentlich egal. Mir an sich auch. Also, ich sehe halt gut, ja. Alles im grünen Bereich, EU1, EU2 und EU3, alles grün. Passt. Gut. Dann wählen wir den Zug aus, gehen auf bereit und dann sind wir bereit. So, jetzt habe ich Und hier dann meinen aufs Gefecht. M8R1 ausgesetzt. Der ist natürlich schon voll ausgestattet. Ah. Der hat ein Cabrio, ne? Ja, klar. Cabrio-Dach. Weil bei der Reihe bin ich auch schon bei Tier 10. So wahrscheinlich. Hallo und grüß euch. Hallo! Hallo Ah, André. jetzt bist du einen Tick zu spät drin. Wir sind schon im Zufallsgefecht, aber dann bist du beim nächsten Mal gleich dabei. André, wenn du Lust hast. Ja. Ach klar, sonst wäre ich nicht hier. Erlenberg, so. Bist du die schon mal gefahren, die Karte? Ja. Also es gibt Und. zwei Positionen, wo du spotten kannst. Die eine wäre hier bei den Büschen. Dann kannst du nämlich hier alles, was hier vorbeikommt, spotten. Die zweite wäre hier. Ne? Aber das ist, die ist zu An weit der weg. Stelle. Genau, da. So, wichtig ist, wir haben jetzt ein normales Standardgefecht. Das heißt, unser Cap kann erobert werden. Ja. Ich folge dir einfach mal frecherweise. Ja. Der A20 hat So, ich. wahrscheinlich das gleiche vor, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, also der A20 ist ja ein Top-Tier. Wir sind Ja. ja T4, er ist T5. Der Panzer fährt über 70 Stundenkilometer schnell. Der ist sehr schnell. Aber er hat nur eine ganz winzige Kanone. Die macht einen ganz geringen Alpha und hat schlechte Durchschlagswerte und so. Mal hier warten. Und er hat eigentlich eine scheiß Sichtweite. Er hat schon ein paar aufgedeckt. Aber er ist wahrscheinlich jetzt aufgegangen. Du bist nicht aufgegangen, oder? Nenne ich nicht, nein. Gut. Aber wahrscheinlich er. Denk dran, dass du beschossen werden kannst. Weil wenn du hier guckst, hier ist so ein Plateau. Und Ja. da stehen sehr oft, ne Quatsch, falsche Puri, die ist das. So, ich Da habe ein paar hinten. Aufklärungspunkte bekommen jetzt. Da stehen sehr oft TDs drinne. So, einen ersten Kill haben wir. Du weißt ja, auf keinen Fall schießen. Ja. Weil sonst gehst du auf. Guck mal, ob ich da auf den P26 pieken kann. Ja, kann ich. Ja, ich krieg da Schaden durch Aufklärung. Ja, das war ich. Genau.
da wird sich das. Ja, ich sage, diese Kanone hier, die ist nicht zu beachten. Die macht zwar einen sehr geringen Alpha, aber die hat halt eine sehr, sehr hohe Schussrate. Ja, ich hab gehört. Das unterschätzen viele. Bis der den Hang runter war, hast du schon viermal oder so draufgehalten. Die Frage ist nur, ob da hinten jetzt noch jemand steht. Und ja, da kommt immer einer, ja, ja. Da ist der Stub B. Gut, dann fahre ich wieder hoch. Er flieht, er haut ab. Das würde ich an seiner Stelle auch machen. So, wenn du mal auf die Karte guckst, du siehst, die anderen konzentrieren sich da hinten bei der alten Festung. Ja, ja. Und wir haben noch einen KV-1 SA. Ja. Also der Stug hier auf unserer Seite ist eine, ist ein Panzer mit einer sehr geringen Sichtweite. Wenn wir Glück haben, macht uns der A20 ihn jetzt auf. Und dann können wir ein bisschen auf ihn schießen. Soll ich auch anschießen, wenn ich kann, oder noch warten? Warte mal kurz. Ne, sind noch... Also der M10 ist noch nicht offen gewesen. Eine Matilda ist noch nicht offen gewesen und ein P43 ist noch nicht offen gewesen. Aber ich vermute mal, dass die eher so hier in der Baumreihe stehen werden. Also wir können mal ein Stück vorfahren. Okay, dann komme ich... Dann mal die Runde. Du weißt ja, das hatte ich dir ja gesagt, versuche, wenn du irgendwo fährst, immer in Deckung zu fahren. Das heißt, du guckst immer, ob links und rechts noch irgendwas steht. Und hier kann man zum Beispiel, hier kann ich zum Beispiel jetzt hervorragend zwischen den Häusern schießen und auf den KV-1 schießen. Und er weiß gar nicht, was los ist, weil er keine Sichtweite hat. Okay. Also hier kannst du dir merken, hier kann man zwischen den Häusern durchschießen. Hier sind Löcher in den Häusern drinne. Hier so, ne? Und dann kannst du da durchschießen. Okay. Das kannst du dir merken. Aber das kannst du nur machen bei Panzern, wo du genau weißt, dass die Sichtweite scheiße ist. Ja. Und KV-1 ist eigentlich ein Panzer, wie bei vielen Russen-Panzern, der hat halt keine Sichtweite. So, okay. Wir müssen jetzt zurück zum Cap. Okay. Weil die andere Seite ist offen. Ah ja, okay, stimmt. Die AEC da. Ja. Und wir sind einer... Und die anderen haben 1000 Punkte mehr, 2000 Punkte mehr als wir, wenn das richtig angezeigt wird. Ja. So, dann komm mal mit zurück. Wir müssen den Cap auf jeden Fall safen. Chinu kommt auch schon zurück. So, und dann denk dran, stell dich dann so hin, dass du spotten kannst. Also der AEC hat eine sehr schlechte Sichtweite, aber er ist relativ fix. Deswegen bin ich mal hier oben. Also eigentlich kann man ihn gut outspotten. Wenn man ihn denn trifft. So, ich guck mal, ich stelle mich mal hier hin. Er versteckt sich. Und denk dran, nur schießen, wenn du deines Ziels sicher bist. Ja. Und wenn du wenn der Busch undurchsichtig ist, dann kannst du auch, hast du auch gute Chancen, nicht aufzugehen. So, T-67 ist auch ein Panzer mit sehr viel Feuerkraft und sehr viel Firepower. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. So, guck mal zum... Die Matilda kommt. Guck mal rüber. Jetzt kommen sie alle zu uns hier rein. Matilda ist draußen, aber jetzt bin ich aufgegangen. Ja. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Scheiße. Er verfolgt mich, aber. RNG wollte nicht. Er hätte eigentlich schon draußen sein müssen. Ich hatte voll eingezielt auf ihn geschossen.
Jetzt ist er raus. Ja, das war zu vermuten. So, pass auf. Bleib hinter den Büschen. Hm. Ich habe jetzt die gefährlichsten Gegner ausgeschaltet. Der KV-1SA ist gefährlich, weil er ein 5-Schuss-Magazin hat. Das heißt, er kann dich mit einem Magazin rausnehmen, wenn er alles trifft. Und das kann er. Der P-43, also wenn die zusammenkommen, hast du wahrscheinlich eh keine Chance. Die sind ja schon im Cap drin. Du hast ja die Spraykanone, ne? Also du... Nee, du hast die... Ja, das war jetzt ungünstig. Ja, ich weiß aber... War der Busch durchsichtig oder undurchsichtig, als du geschossen hast? Ich glaube durchsichtig, ja, das war mein Fehler. Ja, also ich habe vorhin auch leider das Pech gehabt, dass ich gegen die Matilda, also ich habe nur mit AP geschossen. Mhm. Und irgendwie ist es mir nicht gelungen, sie, bevor sie in Sichtweite gekommen ist, bevor sie mich spotten konnte, abzuschießen. Mhm. Weil RNG einfach nicht wollte. Okay. So, und das war mein Pech. Die hätte gar nicht so nah rankommen dürfen eigentlich. Aber ich habe sie so oft getroffen. Aber wir können sie am Schluss noch rausnehmen, die eine Matilda. So, LP3 abgeschlossen. Wenigstens etwas, bisschen Kohle. Ja. Ja, das ist super, das bringt wieder ein bisschen Credits für dich. So, also das ist zum Beispiel etwas, was man immer ganz gut machen kann. Einer spottet und einer macht dann TD. Mhm. So, jetzt sind wir zu dritt. Also, jetzt gucken wir mal. Ich habe 175 Sternchen bekommen. Aber bei, wo war das? Schaden ermöglicht 400. Also, schade, dass es so wenig bringt. Immerhin hast du mehr Schaden verursacht durch Spotting und durch selber Schaden machen als deine eigenen AP. Ja. Das ist okay. Klar, und dann habe ich halt Premium eingesetzt gegen die Matilda, weil ich mit dem normalen AP nichts Grünes gesehen habe. Und dann bin ich halt mit dem Konto ins Minus gerutscht. Aber ich habe jetzt 623.000 Credits, also auf dem Niveau. Hier 4 ist es ja noch okay. 620.000. So, ich gucke mir jetzt mal die Treffer an. Und also die Matilda hat so viel Schwein gehabt. Ne? Ich habe immer genau dahin gezielt, wo der Weak Spot war. Mhm. Die Geschosse sind aber drüber, daneben, links und rechts eingeschlagen und nicht da, wo sie eigentlich treffen sollten. Mhm. Ich habe an ihnen bestimmt 10 Abpraller gehabt. Und das sind die Treffer gewesen, die mich am Ende auch dann ja quasi den Sieg gekostet haben, ne? Weil es war möglich. Und natürlich auch meine Faulheit, wobei die Treffer, die ich jetzt gerade gesehen habe, da wäre ich mit APC ja auch nicht durchgekommen. Das wäre noch mehr abgeprallt. Okay. So, dann sind wir doch gleich mal wieder bereit und weiter geht's. Ich will nur eben schnell die anderen mit dem Lux. Ausbringen. Vielleicht mache ich nach der Runde Lux mal den M8A1 auch mal wieder. Du hast ja gesehen, man kann schon ein bisschen Schaden machen damit. Ich war eben bei 1800. Ja. Was bringst du den Lux? Was hättest du gern? Sollen wir zwei Schützen mitbringen oder lieber einen zweiten Scout dazu? Was meinst du, Andreas? Ich weiß nicht, was hast du für eine Sichtweite auf deinem Scout? Du fährst mit Chera rum, ne? Ja, kopfvolle Sicht, ja. Gut, dann wäre das vielleicht, dann kannst du vielleicht auch als Light mit dazu packen. Ja, weil dann haben wir einen für bewegliche Scouten und einen für Scouten im Busch. Ja. Busch Scout. Du hast den mitgebracht, der ist irgendwie angenehmer für mich. Busch Scout 24. So. So. Erinnerst du dich nur an General Schukow, mit dem haben wir letztes Mal auch gespielt. Der hat auch schon gerade gefragt und zum Zug eingeladen, aber jetzt sind wir erstmal zu dritt unterwegs. Lucky Billy. Schukow ist doch schon lange tot. Ja, das stimmt, aber der hat einen ganz fitten Eindruck gemacht. Wir waren, glaube ich, letztes Mal in Berlin noch mit Stefan unterwegs. Ich weiß nicht, ein, zwei Runden, bevor wir Schluss gemacht haben. Stefan, was siehst du?
Also wenn ihr spotten wollt, hier sind so die Lightspots, wo man hinfahren kann. Ja. Wird auf jeden Fall gleich was aufgehen. Also dann gucke ich mal nach hier hin irgendwo. Aber denk dran, was ich dir auf der Kartenkunde gezeigt habe, stell dich immer so hin, dass du auch abhauen kannst. Ja. Wenn die Vierer weit genug schießen, dass wir ihn hier auf dem Berg platzieren können. Ab 6 geht das natürlich, das weiß ich, aber... Also Valley ist immer eine sehr schlechte Idee, weil du das Valley sehr, sehr schnell mit ganz wenigen Panzern abriegeln kannst. Das sollte man eigentlich nicht machen. So, ich schalte mal auf APCR, weil die Fluggeschwindigkeit dann höher ist. Okay, sie sind in die Stadt gefahren. Hier wird auch schon ordentlich geschossen, ich kriege schon Punkte. Die Stewards sind ja noch an mir vorbeigefahren. Oh, hab wieder Aufklärung, aber noch kein. Der Cruiser da drüben, der bereut, dass er da hinten ist. Macht sich aber gut bei mir als Sky. So, oh, das Valley geht aber auch gleich verloren, wie es aussieht. Ja. Kommt ja, das Valley kannst du aber sehr gut verteidigen. Deswegen auch von hier aus. Stefan, ja. Das ist ja, du. Sie fahren dann durch und dann kriegen sie von allen Seiten Zunder. Und dann ist meistens Feierabend. Das ist nämlich die Gefahr, die sie meistens machen. Deswegen lasse ich jetzt auch meine Stewards liegen oder soll ich hinter denen her und wir fahren zu dritt in die Feindbase? Mehr Risiko sicherlich. Also noch steht da genug rum. Lass uns mal hier ein bisschen Stellung machen. Ja, ich würde da jetzt nicht hochfahren. Kannst da unten dir den einen Busch umlegen, einen Baum umlegen. Dann hast du ein bisschen Deckung. Du darfst jetzt nicht aufgehen. Wenn du aufgehst in der Position, bist du sofort tot. Ich? Weil die von. Nein, ich rede nicht gerade. Okay. Das ist überhaupt die Überraschung vorbei. Ja. Bei dir ist das auch so, du sollst ja nicht schießen. Ja, ich schieße nicht, nein. Ich glaube, der Luke sucht mich, der gegnerische. Oh, ne, der ist an der Kante. Nee, es sind so viele Lights hier, der sucht nicht nach dir. Er ist jetzt weg. Nein. Ich glaube, die ahnen überhaupt noch nicht, was denen hier blüht. Du musst hier aufpassen auf die Katze, die will auf die Tastatur laufen. Ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Er kommt ganz nass von draußen. Noch dazu. Das ist jetzt. Aber bist du aufgegangen? Ich nein, aber ich krieg halt auch wenig Punkte. Hey, Major Kaktus, seit langem wieder mal mit dabei im Livestream. Ja, Katze, setz ich die Katze weg. Jetzt bin ich aufgegangen, jetzt muss ich weg. Zwei. Ziel. Nein, leider nicht. Knapp bei dem für den 76M. Eine Valentine von uns will umgehen. Kill. Autsch. Junge. So, und schon sind die alle weg. So, jetzt passt ein bisschen auf, weil der T6, der ist halt ein bisschen in Deckung. Perfekt, du hast einen Kill, sehr schön. So, das war doch gut. Bad Luck für die Roten. So. Ah, leider wenig Punkte bekommen, aber. Ja. So, und das ist aber nämlich das Problem auf dieser Karte. Wenn du durch das Valley durchfährst, alles schön und gut. Das Problem ist nur, beide Cap-Kreise, die sind weit offen. Du kannst, wenn du dich richtig versteckst, so wie wir das gemacht haben,
Kannst du dich verstecken? Kannst du auf die Leute schießen, ohne aufzugehen? Ich bin nicht einmal aufgegangen. Mhm. Und ich stand hinter zwei Büschen. Ich war weit genug weg. André hat für mich gespottet. Stefan hat auch ein bisschen für mich gespottet. So läuft das. Ja. Leider bin ich Letzter geworden im Team, aber ja. Komischerweise gab es jetzt mehr Punkte, also mehr Ständchen als vorher, wo ich vorhin einen rausgenommen habe. Naja. Also das Problem jetzt bei dir ist gewesen, du bist jetzt natürlich, also eigentlich hast du das Setup für aktive Spotten. Ja. Ne? Das heißt, du hast eine relativ geringe Sichtweite in Anführungsstrichen. Ich glaub, normalerweise fahre ich auch immer in die Stadt rein und versuche mich da so durch die Häuser durchzuschlängeln, dass da, wenn einer mich nur kurz sieht, aber ich halt die aufdecke. Ja, aber du hast ja gesehen, es waren von uns genug Leute in der Stadt drin. Es wäre für uns nichts mehr drin gewesen. Und irgendjemand muss ja unseren Cap verteidigen. Das haben wir in diesem Falle gemacht. Mhm. Du hast das schon richtig gemacht. Diesmal hast du Pech gehabt, dass da auch keiner kam für dich, der dich aufmachen konnte oder den du aufmachen konntest. Das war jetzt ein bisschen unglücklich für dich. Aber es kann nächste Runde schon wieder besser sein. Aber dafür ja habe ich eine gute Quote aktuell. Zwei Gefechte, zwei Siege, ne? Du hast ja die Strategie gesehen. Ne? Ja. Einer, der Leit hat aufgeklärt quasi, der steht ein Stückchen weiter vorne mit der Sichtweite und der TD steht dann weiter hinten und kann dann schießen, ohne aufzugehen. Ja. Das war der Sinn der Sache. Ich kriege dadurch natürlich weniger XP. Ich habe auf diesem Panzer, ist einer der wenigen Panzer, die ich mehr als 400 Gefechte gefahren bin, wo ich noch keinen Master Ace habe. Ja. Aber es ist egal. Es ist halt ein guter Supporter und so spiele ich ihn halt auch. Man sieht ja, der hat die absolute Nadelkanone. Du kannst da schießen ohne Ende. Mhm. Gut. Ich fahre dir nochmal. Das wäre das Einzige, was ihr hätte tauschen können, dass dann Stefan den M8 nimmt. Aber im Grunde ist das ja egal. Der muss sowieso ich habe es vergessen zu tauschen, aber ist ja nicht schlimm. Wenn ihr eben lernen musst du hier in allen noch was. Außer das Equipment und alles. Ist alles gut. So, also ich habe ja schon mal gesagt, die Light Tanks, als Light Tank musst du im Prinzip alles maximal haben. Ne? So jemand wie Mausakrobat, der hat jetzt momentan gerade auch bei den deutschen Lights einige Videos gemacht. Der ist natürlich ein klasse Spieler. Bei ihm ist das halt auch so, dass er die Lights, weil sie halt so limitiert sind, immer mit Rationen fährt. Das ist natürlich etwas, was du dir als normaler Spieler nicht leisten kannst. Ne? Was ist eine Ration? Ration pusht alles nochmal. Hast du nochmal, weiß gar nicht wie viel, 10%? 10% bringt das immer. Ja, in dem Fall bei Deutschland ist es die Schokolade. Die kaufst du mit Rabatt, aber da kostet sie trotzdem noch 10.000 Credits pro Runde. Kannst du aber wieder verdienen. Ich glaube, der Maus macht das auch. Wenn du mehr Sichtweite, mehr Schaden machst als ohne die Schokolade, dann hast du die 10.000 mehr verdient. So Leute, auf 8. Wir sind Lotier gegen Tier 6er. Nur kurz für den Chat. Lieber Mayokaktus, ja, Discord ist vorhanden, müsste in der Beschreibung eigentlich drinnen sein. Wenn nicht hier im Livestream, dann vielleicht in einem von meinen Videos. Oh, ich habe das sogar auch gefunden. Das geht gut. So, ich bitte euch, das hier nicht zu wiederholen. Ich kann es jetzt machen, weil ich ja ein bisschen Spielerfahrung habe. Aber das ist hier sehr riskant, was ich mache. Das sollte man nur machen, wenn man weiß, was man tut. Okay. Und wenn man auch weiß, dass man zurückfahren kann ohne Probleme. Das ist schon riskant, was ich hier mache, definitiv. Ja. Weil es kann sein, dass jetzt die Lights kommen. Und wir sind halt nur Tier 4er gegen Tier 6er. Das ist ja der größte Light, den die haben, auch der Elbis. Ja, das kommt auch an, wie gut er so. Ist. Der M6, also das, was ihr da seht, der M6, das ist eigentlich der Todesgegner. Das ist der Panzer, der hier am gefährlichsten ist eigentlich von allen. Er hat eine sehr starke DPM, er macht 240 Schaden pro Schuss und er hat als Tier 6er eine verhältnismäßig gute Panzerung im Vergleich zu anderen. Da musst du wirklich aufpassen. Aber seine DPM vor allen Dingen ist das größte Problem. Er lädt halt sehr schnell nach. Für den Alpha. Ja, nee, ist klar. Woher weißt du, Wichser, denn schon wieder, dass ich da in dem Busch stehe? Ich war schon lange nicht mehr gespottet.
Okay, also der Left-Spieler ist definitiv kein Anfänger. Ja, das stimmt, der hat ja auch schon Rang 133, also im Ordentlich. Er hat mir gerade mit einem Schuss 181, also die Hälfte meiner Lebenspunkte weggenommen. Und das nur auf bloße Vermutung hin, weil er hat blind geschossen, zwei Schuss. Und den einen voll getroffen und den anderen halb getroffen. Excelsior hier wegbringen. Nein, jetzt hat die Arti mich erwischt. Junge. Sternzeichen, wie nett. Grüße gehen raus. Junge, na gut. Ihr seid ja zum Glück noch da. Trotzdem liegen wir. Ja, liegt ja nochmal ziemlich zeitgleich. Gleich auf mit AP. Aber der Excelsior, der bringt seinen Kumpel M6 mit. Die kommen da gerade über die Achterlinie zu euch, ja? Ja. Ja. Das wird nicht so einfach. Ich muss zurück. Fahr zurück, Stefan. Wir können das nicht halten. Wir müssen versuchen, den Cat zu halten, aber das geht aus der Position nicht. Spiel T40 oder wo wolltest du hin? Wir müssen runterdroppen. Also wir müssen hier runter in Deckung. Folg mir mal. Hier unten runterfahren. Aufgegangen, aber schon wieder weg. So, jetzt bist du in Sicherheit. Allerdings, früher konntest du auf dem Dach liegen bleiben. Heute geht das zum Glück nicht mehr. Aber tolle Rolle gemacht, super. Naja, ich kenne mich da auch nicht. Also stilistisch auf jeden Fall eine 1. Absolut. Ganz vorne. So, das Problem ist, wir müssen jetzt versuchen, den T6 Medium, der da in der D-Position steht, übrigens eine sehr scheiß Position für ihn, ein bisschen was aufzumachen. Dass er möglicherweise hier was tun kann. Richtig, dass der gegnerische 38er nahe raus ist. Der Excelsior ist gepanzert wie ein 7er, da tut ihr euch ganz schwer. So, bleibt in Bewegung. Wenn du gespottet bist, sofort bewegen. Weil der Typ in der Left-Arty. Stimmt, der wartet auch nur auf euch. Er ist wirklich kein Anfänger. Alter. Weil Arm X40, ja. Voll nervig und so. Ich krieg dir nicht gepennt. Hast du dein Glück mit Gold schon versucht? Normalerweise. Der KV2 hat ihn denn genommen, okay. Ja, stimmt, den haben wir ja zum Glück auch noch hier, den KV2. Aber den zieht die Arti jetzt an sich. Ja, wir schmelzen dahin. Ah, das war's. Ich habe halt keine Hitpunkte mehr. Also, auf Deutsch gesagt, verkackt haben es unsere Top-Tiers. Weil wir sind hier Vierer. Wir haben wirklich versucht, was wir konnten. Wir sind sogar eigentlich zu offensiv reingefahren. Aber da kannst du nichts machen. Nee. Kannst du machen nichts, aber wenigstens ein bisschen Schaden gemacht und alles. Also auf dieser Karte ist eigentlich immer wichtig, dass man den Donut hält. Das heißt, du hast hier in der Mitte, das hier ist der Donut und dieser Berg hier. Wenn du die beiden Positionen halten kannst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Mhm. Problem ist nur, wir konnten keine von diesen Positionen halten. Die Einzellinie, wo einige von unseren Tier 6ern lang gefahren sind, ist eigentlich immer die Linie des Todes. Mhm. Die haben das auch bestätigt, da ging nichts. Ja. Ja, aber die versuchen es trotzdem da immer wieder lang. Aber wir waren zumindest eng beieinander. Also ich sag's mal so, eigentlich ist das ideale Setting für einen T-34-85M. Weil der hat die DPM, der hat die Panzerung. Der kann eigentlich alles machen auf dieser Karte. Mhm. Wenn man aber wie unser T-84-85M daraus überhaupt nichts macht, ja, dann weißt du Bescheid. Wie viel Schuss hat er gemacht? Oh, 4 Schuss Schaden. Wundervoll. Also ich sag mal so, wenn du 4 Schuss Schaden hast und du bist Low-Tier, würde ich sagen, okay. Aber er ist Top-Tier und er macht mit einem Schuss 180 Schaden. Ja. Und der hat 3 Schuss gemacht. Weil er spielt halt auch nicht. Ne? Wenn du guckst, was der für Panzer besitzt und wie er sie fährt, dann spielt er zu wenig, wenn du mich fragst.
Das ist einfach Ja, so. vor allen Dingen, wenn du 45% Siegrate hast, das schaffst du nur, wenn du massiv gegen dein Team spielst. Was er offensichtlich auch tut. Ja, das ist auch eine Gesamtanzahl, die er hat auf seinem Account und der kann die Erfahrung nicht haben. Deswegen schulen wir Stefan ja jetzt richtig hier. Komm, jeden Tag 30 Runden und dann kannst du was irgendwann. Lass du vielleicht Also, 46. Stefan, noch zu deinem Projekt. Ne? Also prinzipiell ist nichts dagegen zu sagen, dass man in unteren Tierstufen Erfahrung sammelt, gerade die Karten und so weiter und so fort. Ab Tier 4 hast du ja schon eigentlich alle Karten, die du später in höheren Tierbereichen auch haben kannst, plus einige, die du später nicht haben wirst. Aber es ist teilweise halt auch so, dass diese Panzer nichts mit dem zu tun haben, was sie später werden. Du hast bei vielen Panzern auf Tierstufe 3 und 4 was vollkommen anderes, als du später im Hightier-Bereich bekommen wirst. Ja, ich habe halt nur gemeint, weißt du, dieses taktische Lesen einer Karte, da bin ich einfach noch schlecht. So. Ja. Und dann kann ich auf dem Niveau eher mal vielleicht einen Fehler machen, mich falsch hinstellen, vielleicht noch was anbauen, wo halt höher gleich bestraft wird. Und das habe ich gemeint mit auf dem Niveau weiterspielen. Also einfach, wenn mir irgendwann mal die Karte am hinten raushängt, weil ich die schon 500.000 Mal bespielt habe, gefühlt, und ich weiß, wo ich dann hinkomme und ich kann wirklich auf das Spiel einen Einfluss haben, dann sehe ich auch, okay, Fünfer. Aber ich habe jetzt nicht so gemeint, dass ich nur Dreier, Vierer spiele, sondern klar hole ich mir irgendwann einen Fünfer, aber Hauptspiel werde ich wahrscheinlich auf dem Vierer-Level machen. Also die Dreier vielleicht auch, um vielleicht mal Credits zu bekommen oder so. Aber die Brauchst du irgendwann Vierer. gar nicht mehr spielen. Das dauert nicht mehr lange bei dir. Du kaufst du die 5er, dann wirst du gar keine Dreier mehr spielen. Die bringt dir dann nichts mehr. Ja, aber wie gesagt, das ist Praktisch Stand wird jetzt schon schlecht so gespielt da unten und meine dann wirst du Idee. sie nicht mehr nehmen. Wir hoffen die auch richtig, ja. Ja. Also Weil ich ab finde Tier drei jetzt 5. irgendwann durch, wie so ein Bonschen, den hast du ausgelutscht und dann ist er halt weg. Das ist so, finde ich das Also ab Tier zumindest. 5 kriegst du ja, kannst du ja auch Premium-Panzer kaufen. Und ich würde dir schon raten, dass du Ja. dir ein, zwei Premium zulegst, zumindest einen der besten Premiums, ist der T3485M. Den sollte man eigentlich immer in der Garage haben. Aber da wird man Gibt's immer den so auch noch gebasht, wenn man gratis? mal Wisst ihr einen das? Fehler macht. Ja, da Ja, wirst du aber es so geht einen bloß Preis noch darum, gar dass du nicht mit erreichen. diesem Panzer ein gutes Krediteinkommen hast. Ja. Du wirst Ja. immer das Problem haben, je höher du kommst, es wird alles teurer. Ja. Ich Du kannst weiß. dir das irgendwann nicht mehr leisten. Gibt's Du den wirst. eigentlich noch? Es gab den doch mal über irgendeine Mission auch zu gewinnen, meine ich. Ja, du kannst, wenn du die Missionsschule beendet hast, kriegst du einen Premium-Panzer geschenkt. Ich glaube, da war Ja. auch der 85M mit dabei. Ja. Genau, ich meine, so sind viele neue Accounts und so weiter So, dazugekommen. also Also ich ich werde fahre das auch rechts machen, lang. das Problem. Ja, ich auch. Vor ein, zwei Jahren. Ich gehe hier ins Gebüsch. Dann habe ich Blick hier zu den EDs. Dann hoffe ich, dass der Rest irgendwas hinkriegt. Natürlich nicht so stark die Aussage, viel Hoffnung mit drin und so. Ich So. glaube, ich muss demnächst mal Breitreifen drauf tun hier auf dem M8. Sogar Pflegebereifung. Schießen müsste hier. Oh, der BT7 hat ja eine tolle Position gefunden da oben. Aber echt schnell, was machen diese BTs ja auch. Also eigentlich hat ein Light auf der Position nicht zu suchen, weil er kann da nicht spotten und er wird sehr schnell an der Position abgeschossen, wenn er nicht aufpasst. Ja. So, gleichzeitig ist es auch in der Position, da kann man gerne mal so reinfeuern, ein paar Schuss, weil es tut nicht weh und sehr oft stehen da ein paar Leute. Ja, so wie die Arti dich letzte Runde erwischt hat, das ist Sah einfach jetzt nicht so. so aus. Also, sie kommen alle von rechts da drüben. Und der F35, aber der hat es 3, ja. Ja, bei euch, da kommt ja einiges. Der BT7 so schnell, dass der jetzt schon vor euch auftaucht, ne? Scheint so zu sein, das ist so der Einzige, ne? Ja. Junge. So fährt sein Tempo auch mal voll aus. Hä? Wie zum Teufel werde ich denn outgespottet? Alter! Ich stehe hinter einem Busch. Der Busch ist undurchsichtig. Ich habe nicht mal geschossen. Und ich werde gespottet. Also die Büsche in World of Tanks, die sind echt krass. So, S35 und Su-85, die wollen es wissen. Die sind mit Gold unterwegs.
Stefan, vielleicht entweder du schießt nicht oder du fährst zurück. Ich schieß nicht. Also du wirst in der Position da vorne sonst Schwierigkeiten kriegen. Ja, also im Osten haben wir auch verloren. Die kommen gleich in die Homebase bei uns. Deswegen. Also ich habe nichts mehr übrig zum Reinsetzen. Mir hat keiner auf irgendwas geschossen. Ich ziehe zurück, das bringt nichts. Ich fahre hier hin, damit ich die aus dem Südosten abfangen kann. Aber viel abfangen wird es vielleicht auch gar nicht. Mal abwarten. Ich bin erstmal Unterstützungsschaden. Aber auch aus dem Südosten. Das ist alles gut. Wir machen mich auf. Unnot. Ja. Durchfallwagen. Schnapp dir den Feuerlöscher und lösch es. Das Fahrzeug brennt. Nutzen Sie den Feuerlöscher im Unterfeld. Ich finde das klasse. Ich habe 110 Durchschlag und ich prall an einem S35 ab. Ich bin draußen. Ja. Es war nix. Der Marder hat mich erwischt und nicht mal aufgeklärt. Ein schöner TD, wenn du den kriegen kannst. Sicher auch gut. Marder 38T. Mal der Ende. Ne. Scheiße. Was machen die denn da hinten? Was macht denn der T6 Medium da hinten? Der kann doch in die Richtung gucken. Wieso gibt er uns keine Rückendeckung? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das war jetzt keine so erfolgreiche Runde. Da war ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was rausgeholt, aber es ist viel zu wenig eigentlich. Ja. Gut, 4. 10. 15. Jetzt ist halt. Ja. So, also das Problem ist aber auch die Position, wo ich am Anfang gestanden habe. Ist ja eigentlich hinter einem Busch. Ja. Aber das ist eigentlich wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ein Busch alleine in World of Tanks nicht unbedingt ein Busch ist. Einige Büsche haben Tarnung, andere geben wieder keine Tarnung. Ja. Dieser Busch offensichtlich gibt nicht genug Tarnung. Ach ja. Weil eigentlich hätte ich da stehen. Hätte stehen bleiben können und er hätte nicht aufgehen dürfen. Aber das ist wieder das Typische, Theorie und Praxis. So. Ich glaube, wir können schon mal in die Garage gehen, weil da wird nichts mehr Interessantes zu sehen sein. Ein, zwei Gieße gehen jetzt auch einfach drauf und dann hat sich's. Was sollen die zwei Gs machen? Das sind Lotiers. Nein, die brauchen nichts machen, das ist zu spät eben, ja. Also ich denke, der eine S35, den ich abgeschossen habe, das ist auf jeden Fall jemand, der öfter S35 spielt. Weil eigentlich brauchst du gegen ein M8A1 keine Goldmunition. Genauso wenig wie die Su-85B Goldmunition braucht. Das Ding ist weich wie Pappe. So, also der eine S35 hat 4700 Gefechte auf dem S35. Wer weiß auch, wie es geht, ja. Naja, ich würde sogar eher sagen, das ist definitiv ein Stats-Padder, wo er schon so schlechte Stats hat.
Der zweite, S-35, der auch rausgegangen ist, hat 3000 Gefechte auf dem S-35. Und er hat 1300 Gefechte auf dem FV-4005. Das ist ja der T10er TD. 10, ja, ja. Und er schafft es sage und schreibe auf Tier 10 1200 Schaden pro Gefecht zu machen. Das heißt, alle zwei Gefechte ein Schuss Schaden. Das ist gar nicht mal so viel. Ne? Das ist gar nichts. Also, Stefan, nur so als Information. Der FV-4005 ist das Gefährt, was den größten Alpha-Schaden in diesem Spiel hat. Okay. Er hat eine 180mm Kanone, soweit ich weiß, und macht damit 1700 Schaden. Und davon Average, macht er immer nur einen Schuss pro. Und er macht 1200 Schaden. Das heißt, er macht nicht mal einen Schuss Schaden pro Runde. Okay. Ja. Ja. Also ich sage, ich habe so das Gefühl, von den Leuten, die hier sind, von den Leuten, die hier mitgespielt haben, ist keiner dabei, der auf dieser Tierstufe noch spielen sollte. Der andere hier, der dritte S35, hat auch 3000 Gefechte. Ah. So, und jetzt die Su-85. 71.000 Gefechte. Alter Falter. Ja, da sagst du nichts zu. Echt. Also von wegen Anfänger-Tierstufen und so, ne? So. Nein, ist nicht mehr. Hatten wir ja letztens mit Stefan auch schon festgestellt. Kannst vergessen. Hat also damit nichts zu tun. Die Su-85 ist auch ein beliebter Tank, weil kann halt schon mit der 85mm Kanone vom T-34-85 schießen. Die macht zwar nicht 180 Schaden, sondern in Anführungsstrichen nur 160. Aber sie kann halt auf der APCR-Munition alles durchschlagen, was du so kriegen kannst. Eigentlich auf der AP-Munition auch schon, aber wenn man wie er gerne Stats padded, dann nimmt man natürlich die Goldmunition. Weil die ist ja besser. Warum ich noch nicht mal was zu tun? Vielleicht will der auch ins Bett. Ich nehme das Ding auch mal, wenn ich abends feststelle, ich brauche noch 5 Kills, dann nehme ich das Ding und dann spiele ich 2 Runden und dann bin ich fertig, geht ratzfatz. Da wächst kein Gras mehr, wenn du die nimmst und hast ein bisschen Skill auf der Crew, dann das läuft. Ja. Da. Das passiert halt. So, wir sind Blut hier. Ich plädiere ja immer dafür, dass wir auf den Hill fahren. Auf den Hill? Also hier so lang. Mhm. Die Geschwindigkeit dafür haben wir. Entgegenkommen können uns die Light Tanks, also der Schoffi und der Leopard. Die anderen sind wahrscheinlich zu langsam dafür. So, und hier musst du wieder aufpassen, dass du das Geschütz rechtzeitig drehst und mit der rechten Maustaste das Geschütz dann festhältst. Weil höchstwahrscheinlich wird dann jemand von links kommen, wenn wir hochfahren. Dann würde ich das Geschütz schon mal in die linke Richtung drehen, weil dein Turm extrem schlecht dreht. So hast du dann schon das Richtige drin. Siehst du, da kommt er schon. Ja, nee, schon klar. Ich weiß zwar nicht, wo ich an diesen Panzern abprallen soll, aber offensichtlich geht das. So, Achtung, da kommt der P-43. Der hat eine ziemlich starke HE-Munition. Ah ja. Warum auch das gepanzert gegen euch? Ja, ist gut, ist gut. Schieß nochmal, los, komm. Ich kann meinen Turm nicht drehen. Ich konnte aber auch nicht stehen bleiben, weil der P-43 mich zur Seite schiebt. Mich auch. Weil der P-46 stand gerade mir im Weg da. Ja, wenn er wissen, was tun würde, tut ja auch nichts. Der steht bloß da rum. Könnte jetzt eigentlich versuchen, Hill zu fahren, aber das tut er nicht. Er bleibt einfach da stehen und wartet, dass die Artillerie ihn rausnimmt.
Junge, da kommt das ganze Team. Und Stefan, komm lieber zurück. Ja, ich versuche schon. Ja. Komm zurück und stell dich dahin, wo ich jetzt stehe. Und dabei immer ein bisschen in Bewegung bleiben, weil sonst ist die Artillerie auf uns drauf. Geh mal hier ein bisschen um die Ecke, damit ich mal nicht mehr kurz. Boah. Ach, Elitepanzer 2, na klar. Oh. Ich wollte den AFK-Heini da wegsnallen. So, guck mal, siehst du das Loch da in der Mitte? Da kann man durchschießen. Man muss nur warten, dass irgendjemand einen Fehler macht. Ja. So wie der P43. Ah, die Kette habe ich genommen, aber er nicht. Oh oh. Und der T6 hat mich dann rausgenommen. Ja, wir haben den Hill verloren. Aber noch führen wir, aber. Ja, es kann sein, dass wir dadurch, dass wir den Hill genommen haben, für die anderen Zeit gewonnen haben. Ja. Im Westen sieht es ganz gut aus. Wir haben das geschafft. Der 38 MA und der M5 Sur. Wir sind quasi. Was macht der Churchill da jetzt? Der darf da nie ins Gebirge. So, mich hat die Arti erwischt. Es ist wieder so ein. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich Artillerie hasse? Noch nicht, aber so wir. Das heißt, wir machen jetzt danach eine Runde Arti. Ich habe hier keine einzige Arti. Nee, das kannst du vergessen. Dann kann ich auch meine Hosen mit einer Kneifzange anziehen. Bevor ich Arti spiele. Also ich habe das tatsächlich erst angefangen, als sie die Stun-Mechanik eingeführt haben. Womit sie die Arti ja so unpopulär machen wollten. Seitdem habe ich alle durchgeforscht bis Stufe 10. Ich liebe sie alle. Ich spiele natürlich nicht nur, aber ich finde es gut, dass ich sie jetzt auch kann. Dann hol doch mal eine Arti 4. Ja, aber Tier 4 ist mir noch zu klein für Artillerie. Ach so. Ich spiele ja nicht immer. Problem ist, dass du in den Tierstufen 3, 4 und 5 und auch 6, ja, dass die Artillerie unverhältnismäßig viel Schaden macht, dafür, dass sie ein sehr kleines Kaliber hat und dafür, dass sie eigentlich eine niedrige Tierstufe ist. Weil wenn du mit so einem Geschütz wie mit einer Lev Arti mit einem Schuss 180 und mehr Schaden machen kannst, dann ist das absolut unverhältnismäßig. Es sollte eigentlich nicht sein. Kann es sein, dass unser Churchill eigentlich gar nicht online ist? Kann sein, ja. Ist ja so aus. Mal gucken. Ja, man sieht das immer, wenn das. Man sieht das immer, wenn das Geschütz nach unten geht. Das heißt, er ist niemals online gewesen. Ja. Er ist AFK. Aber ist egal. Wenn der Panzer 38 das richtig macht und der Eggbiss auch. Der Elkbiss ist auch ein Panzer, der hat das kleine Geschütz drauf, das heißt, er kann den Turm drehen. Die müssen nur die M10 rauskriegen. Der Machter 1 ist nicht so ein großes Problem, eigentlich. Wenn unsere Art ihr Geschäft versteht. Der AMXELC will ja die irgendwie aufdecken, aber. Ja, ganz doof sind die auch nicht. Die wissen auch, dass der Light noch da ist und dass er fast voll AP ist. Mhm. Also der M10 ist ja einer von diesen Premium-Panzern, die man auch im Anleihen-Shop bekommen kann. Für relativ wenig Anleihen. Ist auch ein sehr empfehlenswerter Panzer, weil du mit dem halt ziemlich viel Credits machen kannst, wenn du nur mit AP spielst. Der hat halt ein sehr gutes Gun-Handling für seine Stufe, eine sehr gute Sichtweite. Kann sehr guten Tarnwert haben für seine Stufe. Also eigentlich ist das fast der ideale TD auf der Stufe. Ja, vor allem. Das Schöne an dem ist, dass er die Kopie vom amerikanischen M5 und deswegen doch der logische Nachfolger. Ich will gerade mal gucken, bevor ich das ausspreche, vom M8A1. Oder nicht? Also im Prinzip ist das. Ja, genau, nach dem M8A1 kommt der Wolverine. Ja, das heißt, den kriegt Stefan logischerweise sowieso. Aus dem amerikanischen Tech-Tree und dann im Online-Shop aus Frankreich. Ja, toll. Also den Wolverine wirst du auf jeden Fall lieben. Das ist ein toller TD. Wie bei den Amerikanern war es ja früher auch so. Ich denke, das ist auch immer noch so, dass Tier 5
sich die Kanone geteilt hat mit dem Wolverine und dem T-67. Und also Churchill ist losgefahren auf dem nächsten Berg drauf. Und dann. Aha, das ist der Churchill ist also aufgewacht. Ja, aber der fährt nicht, der ist einfach nur geradeaus hochgefahren. Ja, vielleicht ist er auch ein auf Bot. Der Tastatur eingeschlafen. Natürlich leider realistisch sein. So, weißt du, diese die Ente von Homer Simpson, so Ding, 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 immer auf die R-Taste, so. Ding. Aber jetzt siehst du so ein typisches Ding, der M10 traut sich nicht irgendwas zu machen. Ja. Er müsste eigentlich decappen, also er müsste eigentlich versuchen, auf den AMX zu schießen. Er traut sich aber nicht, weil er genau weiß, dass er von allen Seiten beschossen werden kann. Jetzt hat er sich mal getraut und schon ist er tot. Ja. Juhu. Das ist immer das Problem. Die meisten, die einen TD fahren, die nutzen ihn nicht aktiv, um irgendwas zu machen, sondern die stellen sie einfach nur irgendwo hin und schießen dann. Das kann natürlich für das Verdienen von Credits funktionieren. Aber um ein Spiel zu bestimmen, muss man natürlich sich auch ein bisschen bewegen können mit dem Panzer. So, 791 Punkte habe ich bekommen. Okay, gut. Also du warst jetzt in diesem Gefecht besser als ich. Weil aus irgendwelchen Gründen durfte ich gar nichts kaputt machen. Wieso das denn? Ich habe doch jemanden Dann haben die anderen ihn abgeschossen. Ja. Du ich habe auf jeden Fall vier. Deine Patrouille vier Treffer war gehabt. Wahrscheinlich noch in der Luft, als er aufgegangen ist. Dann macht es halt nichts. So, klasse. Ja, ich habe den Light in die Seite getroffen. RNG meinte aber, das ist in die Ketten gegangen. Ich bin am M5 abgeprallt. MM5A1. Ja, auch als er durchgefahren ist. Also manchmal ist RNG echt gegen einen. Tja, aber so ist das halt. Ab und zu hat man mal 0 Runden. Oh. Also wenn ich irgendwann immer keinen Bock mehr habe, dann spiele ich Panzer 38 an A. Und dann geht's wieder. Tolles Ding, ja. Ihr wolltet Artillerie sehen, ich bringe die mal mit und mal gucken, wie gut sie ist. Um Gottes Willen. Ich bin nicht so sicher, dass sie gut ist. Das Schöne an der ist aber, die hat 150 mm Kaliber Rohrdurchmesser. Und dadurch kann sie die Panzerbesatzung der Gegner auch schon lähmen. Und seitdem also, sie das im Spiel eingeführt haben, nehme ich Artillerie immer wieder gern M44. Jetzt die russische 6er ist toll, dann so. Die 9er aus England ist toll. Die schießt oft mit dem kleinsten Rohr. An der Stelle sage ich mal, für die erste Folge, für die 100. Folge, auf Wiedersehen. Livestream geht natürlich weiter. Und ja, Daumen nach oben, Abo und Kommentare, alles drum und dran. Bis dann. Tschüss, tschüss.